Für 7 Tage werden wir die schottischen Highlands mit den Wohnmobil erkunden und dabei viele Wandertouren und atemberaubende Sehenswürdigkeiten besuchen. Unser Weg führt uns von Edinburgh vorbei an dem See Loch Lomond zu dem Fischerdörfchen Mellach, von wo aus wir mit der Fähre auf die berühmte Isle of Skye übersetzen werden. Falls ihr wissen wollt, was wir dabei alles erlebt haben, dann seid ihr hier genau richtig. Um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal und jetzt erstmal viel Spaß bei dem Video. Wunderschönen guten Morgen. Die zweite Nacht haben wir hinter uns gebracht, haben schon schön gefrühstückt. Die Nacht auf dem Campingplatz war sehr angenehm. Wir hatten auf jeden Fall eine warme Dusche, ein sauberes Bad, Platz zum Abwaschen des Geschirrs. Und heute ist der Nico mit Fahren dran. Aufgeregt. Nico ist ein bisschen aufgeregt, ja. Aber das kriegen wir schon hin. Das kann schon schief gehen. Jetzt geht's zur Fähre, mit der wir dann auf die Isle of Skye übersetzen. Mellach, das Fischerei- und Fährendorf an der Westküste Schottlands. Von hier werden wir gleich auf die Fähre gehen und auf die Isle of Skye übersetzen. Das ganze Dorf hier hat ungefähr 900 Einwohner, also ist klein und schnucklig, aber auch sehr schön. Es gibt eine kleine Planänderung. Also, wir haben leider nicht reserviert für heute. Deswegen haben wir keinen Platz mehr bekommen und können erst morgen übersetzen auf die Insel. Ja, jetzt Alternative wäre natürlich gewesen, wir fahren rüber. Das wären jetzt aber auch nochmal 4 Stunden Fahrt. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, erstmal hier zu bleiben, die Fähre morgen zu nehmen. Und ja, machen uns jetzt nochmal einen kleinen Plan, was wir dann heute machen. Wahrscheinlich eine kleine Wandertour. Aber erstmal geht's im Pub. Was sich die anderen nicht getraut haben, dass ich jetzt Haggis. Wir sitzen in einem schottischen Pub, trinken irisches Bier, ganz, ganz übel. Aber wir sind in Schottland, da muss man Haggis mal probiert haben. Let's go. Was ist denn Haggis? Keine Ahnung. Ja, Fassinnereien. Soll ähnlich schmecken wie Blutwurst. Ich werde später dazu mehr sagen. Tschüss und mit der Pause. So, der Michi hatte ganz schön mit seinen Krabben zu kämpfen. Ich zeige euch mal kurz das Schlachtfeld, was er hier hinterlassen hat auf dem Tisch. Ja. Jonas ist fast blind geworden dabei. Voll in die Fresse rein, ey. Wie war das Haggis? Richtig gut. Also, wenn ihr vom Land seid und frisch gemachte Blutwurst kennt, ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen. Relativ scharf angemacht mit Pfeffer, aber es gibt Steckrüben und Kartoffelpüree dazu. War gut. Da viele Reisende hier in Mellach ihre Fahrt mit dem Jacobite Steam Train, der aus den Harry Potter Filmen als Hogwarts Express bekannt ist, beginnen, gibt es hier natürlich auch einige Harry Potter Souvenirshops, die wir uns nicht entgehen lassen wollten. Anschließend ging es los mit unserer ersten Wandertour. Burger war richtig gut gewesen. Und nachdem wir uns jetzt mal ein bisschen versorgt haben, sind wir jetzt raus aus Mellach gelaufen, mal ein bisschen rein ins Inland. Das ist auch der erste Tag, wo wir uns endlich mal ein bisschen mehr bewegen und nicht die ganze Zeit nur im Wohnmobil sitzen. Und ja, deswegen können wir das jetzt hier gerade erstmal richtig gut genießen. Also es ist ja bekannt, dass Schottland viele Seen hat. Ja. Aber wir sind jetzt gerade an einem See angekommen. Drumherum nichts. Ja, nur Wiese, Gestein.
und schaut euch jetzt mal diese idyllische Landschaft an. Also wir haben hier ein wahnsinniges Panorama. Ihr seht es hier noch mit dem See im Hintergrund. Aber der Boden, auf dem wir laufen, der ist durch die Regenfälle in den letzten Tagen so durchweicht, es gleicht hier eigentlich fast eine Sumpflandschaft. Meine Füße sind schon wieder klitschnass. Könnt euch das hier mal angucken. Ja. Seht ihr hier überall die feuchten Stellen? So ist das eigentlich hier überall. Moin. So, auch der dritte Tag neigt sich dem Ende. Ja, wir sind jetzt noch mal kurz runter an den Strand gegangen, haben uns hier die Campingstühle mitgenommen und das Wetter ist bombenmäßig heute. Guckt euch das an, wir sitzen perfekt, ja, und warten jetzt eigentlich nur noch auf den Sonnenuntergang. Und wenn das passiert ist, geht's einfach nur noch zurück in den Camper, kurz duschen, essen und dann auch schon ab ins Bett. Guten Morgen! Also, unser Tag hat nicht ganz so wie geplant angefangen. Wir waren gegen 8:30 am Hafen und wollten gerade auf die Insel übersetzen. Und da dachten wir, holen wir doch vorher nochmal schnell ein Käffchen. Da sind Michi und ich nochmal losmarschiert und die nette Dame in dem Coffeeshop hat einfach 25 Minuten gebraucht für den Kaffee, sodass wir einfach die Fähre verpasst haben. Ja. Nico und Jonas sind jetzt schon mit dem Wohnmobil auf der Isle of Skye und wir durften jetzt noch mal 3 Stunden warten und nehmen die nächste Fähre. Trotz des Missgeschicks hatten wir einen echt coolen Morgen. Haben spontan hier noch ein Käffchen getrunken auf der Terrasse, lecker gefrühstückt und jetzt freuen wir uns aber natürlich, dass es mit 3 Stunden Verspätung dann endlich Richtung Isle of Skye geht. Wir haben uns jetzt fertig gemacht für die nächste Wanderung und zwar geht es zu dem Leuchtturm, Neist Point heißt der, und ihr seht selbst, das Wetter ist sehr bescheiden, es ist sehr neblig und immer wieder kommen hier richtig heftige Regenschauer runter. Ganz so schlimm ist es auch nicht, ehrlich gesagt. Es ist kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Bekleidung.
geht wieder los, wie es gestern aufgehört hat. Schuhe klitschnass, Socken nass, sumpfiger Boden. Aber geil ist es trotzdem. Wir sind hier an einem Haus vorbeigelaufen, wo draußen ein Kühlschrank steht und es hier Sachen zu kaufen gibt. Auf Vertrauensbasis. Und wir haben hier uns eine schöne Auswahl von Kuchen, Teilchen, Pizza, Focaccia und eine Marmelade mitgenommen. Und das gibt jetzt eine schöne Brotzeit. So, wir sind jetzt am East Point angekommen. Wenn ihr mal nach hinten guckt, ja, da ist der Leuchtturm. Das Wetter hat zum Glück ein bisschen aufgeklärt, sodass wir jetzt auch eine bisschen bessere Sicht haben. So, wir sind jetzt mal ganz hoch auf den Vorsprung hochgeklettert. Ich stehe jetzt ganz oben, mit bestem Blick auf den Leuchtturm. Der 19 Meter hohe Leuchtturm wurde 1909 in Betrieb genommen. Mittlerweile ist er unter Denkmalschutz gestellt und zu Recht Anziehungspunkt für viele Reisende. Der Blick auf den Turm auf dieser kleinen Halbinsel mit den steilen und hohen Klippen ist einfach mega beeindruckend. Also, wenn man nach Schottland fährt, muss man sich auf Regenwetter einstellen. Aber egal wie das Wetter ist, wenn ihr hierher kommt, es lohnt sich immer. Also allein diese Aussicht, wenn man diese Klippen sieht, ja, diese pure und raue Natur, das ist der absolute Wahnsinn. Und auch bei Regen, ihr seht selbst ein Poncho drüber, dann läuft es. So, zurück im Wohnmobil. Wir sind vorhin nur noch aus dem Regen geflüchtet und sind wieder weitergefahren. Wir sind jetzt kurz vor Old Man of Stir. Darauf freue ich mich persönlich ja richtig. Und es regnet immer noch. Aber Nico und Michi sind wieder ganz fein am Kocheln. Hier gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Erzähl mal, Michi, was ist denn das? Das ist so ein bisschen eine selbst improvisierte Spaghetti Carbonara. Wir haben Zwiebeln, Knoblauch angeschwitzt mit Bacon. Jetzt kurz aufkochen lassen mit Sahne. Salz, Pfeffer und jetzt mischen wir das Ganze mit Spaghetti. Dann wird es hoffentlich lecker. Sehr gut. Hier steht der Rest. Dann zeige ich euch noch mal ganz kurz unsere Aussicht heute. Haben direkt an einem See geparkt. Jetzt heißt es erstmal guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um den nächsten Teil nicht zu verpassen.